Eroberung. In diesem Modus musst du Ziele erobern und halten. Sie erscheinen auf der Karte als Flaggen. Um zu siegen, musst du die Tickets des Feindes auf Null reduzieren. Halte dazu die Mehrheit der Flaggen und eliminiere feindliche Soldaten. Du nimmst Flaggen ein, indem du in ihren Eroberungsradius vorrückst. Je mehr Teammitglieder im Eroberungsradius... Nee, das kann ich mir nicht angucken. Eroberungsradius? Es geht nur um KD in diesem Spiel. Teamplay und Flaggen und erobern. Teamplay und Flaggen, Alter. Die haben wir noch nie bei viel gespielt, ey. Gleich raucht's ein bisschen. Smoke weed every day. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von meinem Kanal. Mein Name ist Kinder Akakira und es ist 3 Uhr nachts, deswegen bin ich ein bisschen leiser heute. Aber es dreht sich alles um die ZK 383 heute in diesem Video, wo wir nämlich live mit dieser Waffe mal ausprobieren, wie diese denn überhaupt zu spielen ist und ob sie wirklich so OP ist. Das ist nämlich die neue Waffe, die man kriegt, wenn man die neue Tides of War Aufträge abschließt. Im Allgemeinen dreht sich bei der Tides of War Aufgaben alles nur um diese Trupperoberungsmodus, der eigentlich ziemlich chillig ist, auch ein bisschen langweilig, weil es halt so wenig Spieler sind, aber auch ziemlich einfach. Deswegen sind die Aufgaben nicht so schwer, es handelt sich eigentlich alles nur darum, irgendwie Spielerrunden, Trupperoberung, macht 15.000 Punkte in Trupperoberung, reanimieren Trupperoberung und gewinne Trupperoberung. Das sind aber die 4 einzigen Missionen, die man machen muss, um diese Waffe zu kriegen. Sie ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut und ich spiele sie mit den folgenden Upgrades, wie man hier hinten sehen kann. Ich spiele sie auf die Feuermodus-Variante, beziehungsweise auf die Feuerraten-Variante, genau das heißt es. Man kann sie auf beide Weisen spielen, sie ist auf beiden eigentlich sogar meiner Meinung nach die beste Medi-Waffe in diesem Spiel, weil sie halt einfach so leicht zu spielen ist, dass es eigentlich schon unglaublich ist, vor allem mit dem Patch jetzt, ist es als Medi doch relativ einfach und ja, im Anschluss seht ihr ein paar Live-Ausschnitte, einfach nur ein paar Runden zusammengewürfelt aus meinem nächtlichen Stream. Verzeiht mir, wenn ich noch nicht so viel rede beim Live-Zocken, aber es ändert sich auf jeden Fall die nächsten Tage. Wir sehen uns dann übermorgen wieder und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr diese Waffe findet in Battlefield 5 und ansonsten sehen wir uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Zusammenschnitt und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal live im Stream. Haut rein! Zum Glück hört man die Steps auch gar nicht auf den Maps mittlerweile. Ich hab da nicht mehr gesehen, ganz ehrlich. Ich hab da einfach reingeschossen. Dann habe so einen mini, ganz kleinen schwarzen Fleck gesehen und dachte, es könnte ja eventuell der Kopf sein. Meine Nase juckt so krass. Da waren schon mal 2 Easy Frags an dieser Stelle. Ist das unser? Nee. Warum legt er sich da hin? Ist er dumm? Ach, die spawnen hier. Lull. Wie unfair ist das denn? Also erstmal, das war schon ein schlechtes Aim von mir. Aber wie unfair ist das denn, dass sie hier spawnen? Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ja, okay, er hat sich hingelegt. Ich will es jetzt nicht flamen. War vielleicht ein bisschen eklig. Ein ganz kleines bisschen. Aber wenn er Bock drauf hat, dann darf er sich doch gerne für mich auf den Boden legen. So willig wie er ist. Da habe ich doch gar kein Problem mit. Oh mein Gott. Bin ich der Einzige, der die Gegner so krass hört? Oder hört ihr die auch so krass wie ich? Okay, man hört die Steps einfach viel zu doll. Wirklich viel zu doll. Die Steps habe ich von hinter dem Haus da hinten gehört, Leute. Digga, 100 Jahre später. Übrigens für die Leute, die denken, ich trinke nur ungesunde Dosen. Wasser mit Zitronengeschmack aus der Dose. Mann, bin ich wieder stolz auf mich? Jetzt hätte ich den Beitrag zu einer guten Ernährung auch getan. Wo sind die Chips? Frontlinien Rotterdam. Ich bin geneigt dazu jetzt zu snipen, aber weil es heute um die Waffe geht, werde ich mich gezwungenermaßen aufzwingen, den Medi zu spielen. Weil ich so nett bin heute, weil ich einfach so nett bin, wird der Medi jetzt einfach mal ausgepackt. So, da kenne ich auch nichts. Es ist einfach ein 2 gegen 2. Frontlinien war super.
Ach, die spawnen hier, Leute. Jetzt check ich es wieder. Alter, ich komme darauf gar nicht klar, dass die hier spawnen können. Darauf komme ich gar nicht klar. Dann lasern wir den nochmal weg. Es ist übrigens gerade 3 Uhr nachts oder so. Dann gönnen wir uns gleich mal noch seine Muni, die drei Kugeln, die da drin sind. Wie viel kriegt man eigentlich? 49? Oh, den wollte ich so holen, Alter. Ich war so ready mit meinen Parkour-Künsten da rein zu springen und ihn richtig in die Fresse vorbeipirschen. Holen wir uns den, springen hier rüber und geben dem Video ein Like. Kappa.